Lialura Löhle, willkommen zurück zu Firestone Idol RPG. Weiter geht's. Da haben wir Lala. Und Bound. Einmal habe ich ja Prestige gemacht. Natürlich episch, na wieso, hat mir ja mehr als genug. Level 467, bin einige Level gestiegen. Weiß nicht wie viele, 5, 6, 8 Level. Ungefähr bin ich jetzt gestiegen. Bisschen viel auf einmal, aber ich meckere nicht natürlich nicht, ne? Ich finde es gut, ich finde es geil und weiter geht's, ne? Man sieht aber auch schon mal über die Hälfte vom Verteidiger des Kosmos. Sind wir schon mal 25. Ah, dauert noch ein bisschen. Dann sind wir auch da schon mal Maximum, aber dauert noch was. 6 machen wir den und den und den. So, ich habe die Daily schon so weit gemacht, außer natürlich für euch, ne, wieder wie immer, wie jede Woche. Da wäre einer, das habe ich noch nicht gemacht. Ja, 12.400. Es gab jetzt ein neues Update zwar, jetzt für gestern oder heute. Wenn nur, man kann jetzt zwei Helden, bekommt man ein paar Stages eher schon. Das war lachhaft, ne? Also einer war bei 150 anstatt 200, irgendwie sowas. Also sehr, sehr kleine Stages noch, da kommt man ein bisschen früher. Sonst so keine Helden oder so, gar nichts. Drei neue Feinde gibt's aber. Drei neue Feinde. Und es hat vor allem ein paar Bugfixe und sowas, ne? Also, nichts Weltbewegendes jetzt. Oh, für den noch ein Feuer. Ui. Gib mir Feuer. Auf Feuer. Mir ist kalt. Auf Feuer. Gib mir Feuer. Ach. Sind sollen. Ich glaube es mal. Gibt es nur auf Englisch auf Steam. Sollen vor allem ein paar Infos. Also Infobilder dabei sein. Keine Ahnung, ich habe davon nichts jetzt wirklich gemerkt. Zum Beispiel, wenn man hier mehr als fünfmal das raufrollen soll, in ein Infofenster noch sein, irgendwie sowas da. Also nichts wirklich Wichtiges, ne? Also, ja, Statistiken halt. Habe ich alles schon so weit gemacht. Sonst habe ich alles so weit durch. Wie gesagt, Helden gibt es keine neuen. Hier immer noch die letzte. Auch schon mittlerweile jetzt ein paar Monate her. Es gibt noch keine neue Heldin. Die ist die letzte, die kam. Biografie ist jetzt neu dabei. Da kann man lesen. Für jeden einzelnen Helden, das ist auch neu. Aber wie ihr seht, alles auf Englisch. Ist ziemlich viel, würde ich sagen. Ziemlich viel. Das war's. Wenn ihr durchlesen möchtet, ne, macht es am besten selber. Also ich mache es sowieso nicht. Ist eine Lore, wie es so schön heißt. Ich muss es selber überlegen. Mein Gott. Da habe ich nichts gemacht. Bibliothek bin ich jetzt hier am dritten Baum. Den habe ich hier auch schon fertig. Ab von hier wieder 12. Einmal das und war erst mal Forschung. Ich glaube, die beiden auf jeweils 11, dann habe ich die auch fertig. Dann habe ich Baum 7 fertig. Ich fange wieder von vorne an mit Baum 8. Ne? Das wollte ich euch auch noch zeigen. Ich möchte hier nichts unterschlagen. Also, ja, Dale für die Taverne. Zack. Da habe ich auch schon abgeholt, wieder fertig gehabt, alles. Ja, Statistik sollen was Neues kommen. Klicks, 9000 Klicks habe ich gemacht. Alle Geschärzte, 20 Helden, mehr gibt es im Moment nicht. Stages, bin ich ein bisschen weit, habe ich heute einfach mal weiterlaufen lassen. Ich spiele seit 642 Tagen. Also fast 2 Jahre. Kann schon sehen. Und auf Steam selber seit fast 20 Stunden. Steht auch mal als, wenn man starten möchte, steht dabei, wie viele Stunden man schon spielt. Fast 20.000 Stunden. Prestige 386. Aber vieles, keine Ahnung, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Erfolg ist auch noch ganz ein Arsch voll. Bei mir hier, wenn ich das Gold ein Wächter insgesamt entwickeln,
Ich war nicht 22 Mal, habe ich gerade mal bei 22 von 198, dort Ewigkeiten, dort nochmal 40 Jahre oder so. Aber wer da auf die Idee kam, ne? Naja. Habe ich eigentlich noch ein bisschen, mal gucken. 18.500, ja, kann man natürlich hier, habe ich das schon mal gemacht, draufhauen, dass ich nur noch 1.000 oder 2.000 hatte, habe ich schon mal gemacht. Ne? Kann man natürlich auch machen, klar. Ab und zu mal. Da, Level 2. Kann natürlich auch wieder ein bisschen pushen, auch Biografie wieder dabei, ne? Oh je, schnell weg. Kann man natürlich auch machen, dann mache ich jetzt nicht alles jetzt hier klicken, aber kann man natürlich auch machen, habe ich schon mal gemacht. Habe ich viel mehr Arkanstaub gehabt. Kann man natürlich alles machen, ne? Das ist gar kein Thema. So, es ist hier auch im Moment eine. Kann ich im Moment nicht sagen, welche Feinde jetzt neu sind. Es gibt aber auf alle Fälle drei neue Feinde. Es kommen jetzt nur noch diese Zombies und diese Skelette nur noch. Aber vorher andere noch. Aber haben sie wohl irgendwie geändert auf einmal. Warum? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vorher kamen auch noch andere Gegner, aber die haben sie scheinbar rausgenommen. So, das nehmen wir noch. Ja, zwei. Passt. Wunderbar. Ja, wie gesagt, dann neue Feinde gibt es. Jetzt die Onyx-Kran. Marat hat immer noch so, ich meine, das ist schon annähernd gleich. Oh, die haben einen Baum, machen die weiter, die beiden hier. Ich im Moment ja nicht, ich stecke im Moment ja alles hier in. Ach, mein Gott. In den Panzer. Das mache ich im Moment. War da, ne? Ja, immer noch, schon mal 3800. Aber ich weiß nicht, ob die Panzer weitermachen soll, ich weiß es nicht. Also. Ich würde eher sagen, also mein persönliches Empfinden, ne, ist besser, alles in den Baum zu stecken. Weil da sehe ich irgendwie auch mehr, dass da irgendwas dann kommt. Irgendwie hier Hauptattribute oder Spitzhacke oder Kameradschaft oder Firestone Gold und alles, ne? Das finde ich irgendwie bei den Panzern nicht. Deswegen ein bisschen komisch, warum soll man die Panzer weitermachen? Weil hier Level Up abkosten, dann können die noch schneller steigen eigentlich. 400. Also ich werde wohl erstmal wieder einen Baum machen. Es leuchtet mir irgendwie mehr ein. Ja, es haben schon ein paar gesagt, nee, Panzer bringt viel mehr. Warum? Also ich habe nichts irgendwie gemerkt, dass irgendwie jetzt irgendwas besser geworden ist, irgendwie, oder dass die Helden stärker werden. Ich habe ja auch schon auf 38, 30 und 40. Also so bin ich, so kann ich auch nicht. Und sehe ich ihm, dass die irgendwelchen, ja, da Hauptattribute, super, ist alles nur für Panzerkampf, ne? Oder hier alles nur für die Panzer selber, oder hier nur für die Panzer, ja, super, alle Hauptattribute, und was mit dem Rest, Gold kriegen und sowas, oder für die Forschung, dass ich schneller forschen kann, ist nichts davon dabei. Deswegen finde ich es ein bisschen, ich will nicht sagen unsinnig, aber ich würde erstmal wieder den Baum machen. Jetzt sehe ich irgendwie auch mehr, dass da mehr dann kommt, dass die Helden auch stärker werden. Alles. Im Moment bin ich halt wirklich nur stärker. Eigentlich nur hier Verbesserung. Aber dafür brauche ich wieder mehr Gold. Viel mehr Gold. Weil wie auch Gold, wie beim Baum kriegt man, kann man ja Goldregen machen. Ne? Von daher, naja, ich weiß, andere sagen, nee, die Panzer sind viel wichtiger, viel besser, mach die Panzer hoch auf 80, auf 200.000, was weiß ich. Ja, also, mir machen die Panzer nicht wirklich Sinn. Ich will nicht, dass da wirklich irgendwas, dass ich da vorankomme, wenn ich nur die Panzer mache. Naja, egal. Ist vielleicht auch nur Einbildung von mir, ich weiß es nicht. Aber mal sehen. Ich habe auch hier, wie ihr seht, die Rollen wieder verkauft. Ja, habe ich auch wieder ein bisschen gemacht, kann auch mal kurz zeigen. Hier, genau, habe wieder Rollen verkauft. Aber schon über 1000 gehabt. Alle Rollen soweit wieder verkauft. Und habe wieder einiges reingesteckt, wenn ich beim Baum 10. Und die ersten 6 schon mal 4 voll, max. Das finde ich ja auch sehr wichtig, dass man die auch macht. Also, das braucht man natürlich mehr Rollen, ist klar, ne? Aber da geht auch einiges hoch. Fast ein Effekt, Hauptattribute, Goldregen.
Tank kann man eigentlich vergessen, ne? Aber hier Prestigeball und vor allem hier Abschnitte überspringen ist schon, das merkt man, das merkt man. Und ich kann dann mitunter schon mal so 6, 8 Stages komplett überspringen, wenn ich einmal mal Prestige mache. Ich kann auch Prestige angucken. Prestige, wie viel haben wir denn? Oh, 16,1 AB. Mache ich Prestige. Dauert ungefähr, ich glaube, jetzt sind wir mal bei 2, 2,5, 3 Stunden. War ich wieder auf dem aktuellen Stage. Ich plus noch mal Stages drauf, weil ich natürlich stärker geworden bin. Ne? Das werde ich wohl machen. Aber nicht jetzt, Wochenende, werde ich das wohl machen. Jetzt habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Im Moment viel Arbeit. Aber ich bin bei Stage 4824. Könnt ihr da oben immer sehen. Ne? Ich bin bei Level 467. Mein aktueller Level. Mal gucken, wenn ich jetzt Prestige mache, welchen Level ich dann habe. Ich bin gespannt. Ihr wahrscheinlich auch. Okay, dann sehen wir uns nächste Woche, nächste Folge von Fast Online RPG. Ein schönes Video.